Aber noch kurz beim Freiheitsbegriff bleiben, der Ihre Partei, wie gesagt, ausmacht. Das Gegensatzpaar heißt Zwang zur Freiheit sozusagen. Dazwischen gibt es ja noch etwas, nämlich die Pflicht. Widerspricht die auch der Freiheit? Ich denke da daran, dass Sie die Pflichtmitgliedschaft bei Kammern beispielsweise als dem entgegenstehend bezeichnen. Nein, das ist Zwangsmitgliedschaft. Eben drum, ja. Aber es ist ja eine Pflichtmitgliedschaft. Es ist eine Zwangsmitgliedschaft. Da können wir über die Begrifflichkeiten Zwang und Pflicht gerne reden. Ne? Aber sie widerspricht der Freiheit. Sie widerspricht der Freiheit, denn ich sage, der ÖMTC macht eine exzellente Arbeit und diese Arbeit wird geschätzt und daher gibt es viele freiwillige Mitglieder beim ÖMTC oder auch beim ABÖ und das muss auf Freiwilligkeit aufgebaut sein und da muss eine Leistung dahinter stehen, für die ich gerne und freiwillig zahle. Und es soll ja nicht sein, dass wir Zwangsmitgliedschaften, Zwangsgebühren haben, auch beim ORF gibt es ja diese Zwangsgebühren. Das muss man schon kritisch sehen, wenn einem die Freiheit viel wert ist und wichtig ist und das ist es uns. Aber bei den Kammern geht es ja darum, dass die sozusagen für einen über Jahrzehnte hinweg Interessensausgleich gestanden sind, der sich weitgehend konfliktfrei in diesem Land immer hat lösen lassen. Weil Sie das Beispiel ÖMTC und ABÖ gebracht haben, wenn sich die beiden hinsetzen und sagen, wir beschließen jetzt, dass auf Autobahnen das Tempolimit bei 160 ist, dann kommt ja nichts raus. Nicht? Aber wenn sich die Sozialpartner zusammensetzen, dann können sie beispielsweise, so wie das jetzt geschehen ist, einen Mindestlohn festlegen, der bei 1500 Euro liegt. Das wäre schön und wichtig, ne, wenn man sich da auch im Sinne einer Fairness und mehr Fairness in der Gesellschaft hier auch durchsetzen würde. Aber was wir erleben, ist ja gerade durch dieses Bünde-Kammer-Sozialpartnerschaftswesen, dass da sowohl bei der Wirtschaftskammer als auch bei der Arbeiterkammer so eine Art politische Vorhöfe entstanden sind, wo man hunderte Millionen Euro durch Zwangsmitgliedseinnahmen angelegt hat, gespart hat und gar nicht für die Mitglieder bereitgestellt hat bzw. dort investiert. Und das muss man dann schon kritisch in Frage stellen, dass da Strukturen entstanden sind, einen eigenen rot-schwarzen Verwaltungsspeck aufzubauen, anstatt eine Serviceleistung, die eigentlich notwendig und wichtig wäre. Aber das eine ist Kritik sozusagen daran, dass irgendwo in der Bürokratie etwas nicht funktioniert und das andere, ob es das System der Sozialpartnerschaft in Österreich weiterhin geben soll. Das soll es geben. Das natürlich durch die Pflichtmitgliedschaft auch die Möglichkeit hat, für fast 100%, das sind 95-98%, die in Kollektivverträgen sind, eben den Mindestlohn durchzusetzen. Naja, das also durchsetzen tut das eine Regierung, die in der Umsetzung dann auch mit Mehrheitsbeschluss im Parlament sicherstellt, dass es zu so einer Entwicklung kommt. Ne? Nein, aber in dem Fall war es jetzt nicht so. Nicht? In dem Fall haben es wirklich die Sozialpartner gemacht, um eben nicht die Abgeordneten zu einem Gesetzesbeschluss zu zwingen, sozusagen. Weil die Regierung legt ja immer Vorschläge vor den Abgeordneten und die beschließen sie dann. Ne? Aber entscheidend ist ja, natürlich soll es Kammern geben. Aber ich sage ja, wir wollen die direkte Demokratie, die auch sicherstellt, dass man nicht zum Bittsteller wird in der Gesellschaft, wie es heute jetzt oftmals der Fall ist. Und dass man letztlich auch die Entscheidung haben können muss als Bürger, wollen wir solche Zwangsmitgliedschaftsstrukturen aufrechterhalten oder nicht. Dass man da auch einmal eine Entscheidung herbeiführt und zumindest die Kammerumlagen halbiert. Wir können heute in allen Berechnungen feststellen, dass die Hälfte der Kammerumlagen völlig ausreichen würde, dieses Service, das heute den Mitgliedern sowohl bei der Wirtschafts- als auch bei der Arbeiterkammer angeboten wird, durchschnittlich 6 Euro pro Arbeitnehmer. Beim Arbeitnehmer, beim Wirt, bei der Wirtschaftskammerumlage sind wir schon bei ein paar hundert Euro. Aber das heißt jetzt auch, dass Sie Lohnpolitik über Gesetze machen wollen, also dass im Parlament Mindestlöhne beschlossen werden sollen? Der Sozialpartner soll es ja weitergeben, die will ja keiner abschaffen, aber sie sollen aufgrund ihrer Leistung für die Mitglieder auch entsprechend freiwillig Mitgliedsbeiträge erhalten. Da gibt es aber nur die Neos, die diese freiwillige Mitgliedschaft auch noch wollen. Also keine andere Partei, jedenfalls im Spektrum derer, die jetzt im Nationalrat vertreten sind, ist da auf ihrer Linie. Ja, es ist ja klar, die Sozialpartner, gerade wenn wir heute den rot-schwarzen Verwaltungsspeck generell hernehmen in der Struktur, die wir jetzt seit Jahrzehnten erleben, die wollen ja nicht bei sich selbst einmal ansetzen. Und deshalb braucht es die direkte Demokratie, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Das ist so wichtig, dass man endlich auch diese Elemente der direkten Demokratie, verbindliche Volksabstimmungen, wie in der Schweiz, hier auch endlich umsetzen und sicherstellen. Ich möchte der direkten Demokratie viel mehr Platz noch widmen. Ich merke, Sie haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, weil es Ihnen ein wichtiges Anliegen ist. Ja, den gordischen Knoten dieser Sozialpartner zu durchschauen. Für eine allfällige Regierungsbeteiligung ist. Ich möchte auf die direkte Demokratie, wie gesagt, noch ganz ausführlich kommen, aber noch kurz bei der Sozialpolitik bleiben.